Hallo, hier ist wieder Pitwalk TV mit Norbert Okenga mit den Bildern des Tages von der ersten Etappe der Baja Dubai. Lauf 2 im Baja Weltcup 2021 führt hinein in lange, flache Dünen und einen ausgedehnten Wüstenkessel. Am frühen Morgen geht es los in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Zuerst mit den Motorrädern. 193 Kilometer stehen insgesamt auf dem Programm auf einer langen Schleife rund um den größten Solarenergiepark der Welt. Es geht durch die Wüste von Al-Qudra hindurch. Nach einer kurzen Verbindungsetappe von 20 Kilometern schließlich eine sehr technische, aber auch sehr schnelle Wertungsprüfung mit vielen kleinen fiesen Dünen und Fisimatenten. Das muss auch Martin Michek aus der Tschechischen Republik erkennen. Der eröffnet auf seiner Husqvarna heute die Rallye, ist bei den Zwischenzeiten trotzdem gut dabei, obwohl er die Spur legen muss. Allerdings gleich mehrfach stürzt er und ist im Ziel sogar ziemlich groggy, klagt über böse Kopfschmerzen und auch Schwierigkeiten mit einem Schleudertrauma im Nacken. Er überlegt sogar, morgen gar nicht wieder anzutreten, obwohl er trotz der Stürze auf Platz 6 in der Gesamtwertung liegt. Sam Smith ist hier seit Jahren zu Hause, seit 12 Jahren genauer gesagt. Vor 5 Jahren hat er als Privatfahrer seine letzte Baja Dubai bestritten. Jetzt ist er wieder da. Und wie? Gleich einmal Rang 3. Hinter Mark Ackermann aus Südafrika, dem Sieger hier vom Jahre 2017. Schneller nur noch dessen Landsmann Aaron Murray beim Comeback nach einer langen Verletzungspause auf einer alten Werks-Honda. 2019 hat Murray hier schon gewonnen. Jetzt eröffnet er als Tagessieger. Ich bin noch gut in Schuss, merke nichts mehr von den Verletzungsfolgen. Ich habe eine sehr gute Etappe hingelegt, vor allen Dingen, weil ich auf viele vor mir gestartete aufgelaufen bin. Unter anderem sogar noch auf Sam Smith. Und das zeigt nochmal, wie viel Zeit ich gut gemacht habe im Verlauf der Etappe. Aaron Murray, also der erste Spitzenreiter auf seiner Honda vor Mark Ackermann und Sam Smith. Die großen Werksteams von KTM allesamt nicht am Start. Mansour Al-Suawi kommt aus den Vereinigten Arabischen Emiraten und führt in der Quad-Wertung nach dem ersten Tag. Das Rallye-Hauptquartier und das Biwak befinden sich im Solar Innovation Center, 50 Kilometer außerhalb von Dubai. Das hier ist der erste Lauf zum Baja Weltcup überhaupt, ja sogar der erste FIA-WM-Lauf insgesamt, dessen Infrastruktur ausschließlich von erneuerbaren Energien beigesteuert wird, nämlich von der Sonnenenergie aus diesen riesigen Solarfeldern. Mohammed bin Sulayem ist nicht nur der Veranstalter der Rallye, sondern auch einer der FIA-Vizepräsidenten und er ist sichtlich stolz. Nachhaltigkeit ist für mich und für die ganze FIA unglaublich wichtig. Darum sind wir stolz darauf, dass unser Biwak komplett aus Sonnenenergie gespeist werden kann. Das Innovationszentrum ist erst im Februar überhaupt eröffnet worden, ist also noch ganz frisch und Teil eines noch viel größeren geplanten Forschungsprojekts hier in den Emiraten. Für uns ist das ein Prestigeprojekt, das wir uns gleich einmal in Szene setzen können mit der allerersten rein Sonnenenergie gespiesenen Rallye überhaupt. Wir sorgen dafür für deutlich mehr Nachhaltigkeit, die sich auch in den Straßenverkehr niederschlagen wird. Die ganze Welt verändert sich ja momentan hin zu Mobilität der Zukunft, zu nachhaltigen, umweltfreundlichen Konzepten. Da möchten wir einen Teil dazu beitragen. Und damit hinein in die Autowertung bei der Baja Dubai und der Blick auf Laia Sanz. Die Katalanin vom Gas-Gas-Team fährt hier zum ersten Mal in einem Side-by-Side. Ich bin ganz aufgeregt und ich habe viel zu lernen, kann es kaum erwarten. Ihr South Racing Can-Am allerdings kommt nicht ungerupft über die erste Etappe. Die Lernkurve für die Katalanin außergewöhnlich hoch. Letztlich wird man 3 Stunden mit Reparaturarbeiten verlieren. Lukas Kruse im weißen Overall schraubt an der Hinterradaufhängung nach einem Überschlag in den Dünen. Wir haben uns überschlagen nach einem Fehler und da ist dieser Querlenker kaputt gegangen. Jetzt müssen wir den Radträger neu richten. Sie kommt ins Ziel auf Tagesrang 10. Deutlich geschlagen vom Side-by-Side-Tagessieger Pierre Lachon, der in der Gesamtwertung sogar Vierter wird heute.
Yasir Saidan aus Saudi-Arabien. In der aktuellen Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk seht ihr den noch auf dem Cover mit seinem Century Buggy, denn da haben wir eine große Century-Geschichte drin. Jetzt fährt er einen X-Raid, aber heute ohne Ladedruck und kriecht deswegen Drehmoment brustschwach über die Dünen. Tagesrang 2 nur deshalb, weil Khalid Al-Qassimi mit seinem neuen Beifahrer Dirk von Sitzewitz einmal für 20 Minuten stecken bleibt im tiefen Sand und dann noch eine Strafe wegen zu schnellen Fahrens aufgebrummt bekommt. Der Hecktriebler, der Buggy, in diesen tiefen, flachen Dünen mit dem weichen Sand eindeutig im Nachteil gegenüber den agileren Allradlern, wie beispielsweise dem Overdrive Toyota Hilux von Yazid Al-Raji, der heute eine souveräne Tagesbestzeit hinlegt. 20 Minuten Vorsprung holt Yazid Al-Raji aus Saudi-Arabien auf den heutigen knapp 20 Kilometern raus. Seit 130 Kilometern schon muss ich ohne Trinkwasser fahren und das bei dieser Hitze. Ein Camelback war leer, die andere Wasserleitung ist verstopft, deswegen bin ich ziemlich ins Schwitzen gekommen. Körperlich extrem anspruchsvoll. Al-Raji und Michael Orr gewinnen vor Khalid Al-Qassimi und Dirk von Sitzewitz. Die allerdings verlieren einen Platz an Yasir Zeidan und Alexei Kuzmich aufgrund der Strafe. Morgen geht's weiter mit einem längeren Tag. Wir haben nach einer kurzen Pause noch schnell die Route des morgigen Tages für euch aufbereitet.